Servus und willkommen zu Let's Talk von Ursafarm Engagement. Und wir sind heute zu Gast beim Hyloteam Saar und Tim Hellwig in voller Sportsmontur mit seinem Bike hier. Tim, Top-Vorbereitung schon für die EM? Ja, wir haben jetzt die letzten zwei, drei Tage ein bisschen regeneriert von Finals am Wochenende, aber jetzt geht die Vorbereitung wieder los. Schauen wir ein bisschen zurück. Thema Olympia-Quali. Das ist natürlich das, was jeder Sportler will. Olympische Spiele um 7 Sekunden verpasst. Zeitstrafe lassen wir außen vor. Was war das für ein Gefühl für dich, da im Ziel zu sein und zu merken, es hat nicht gereicht? Also man hat es erstmal nicht direkt realisiert, weil man hat wochenlang oder monatelang dafür trainiert und jetzt war es in dem Moment einfach vorbei. Ich war natürlich dann auch erstmal zwei, drei Stunden enttäuscht, auch Tage, und habe es dann aber irgendwann abgehakt und mich voll auf die Finals konzentriert. Danach, ich sag mal, kurze Zeit später schon deutscher Meistertitel im Sprint. Also dort so den Frust einmal voll rausgelassen? Ja, ich habe es dann irgendwann in Wochen oder in Tagen davor in Motivation umgemünzt, den Frust. Und ja, habe es dann gar nicht so als Wiedergutmachung gesehen, sondern war dann echt motiviert, da Vollgas an den Start zu gehen. Vollgas an den Start gehen, jetzt mega Gefühl auf Wind durch den deutschen Meistertitel. Was soll es bei der EM werden? Schwierig zu sagen, also es ist ein Halbfinal-Finalformat, da ist auf jeden Fall das Ziel, ins Finale zu kommen, und dann ist, denke ich, Top 10 auf jeden Fall realistisch, und für eine Medaille muss schon auf jeden Fall alles passen. Okay, das heißt, mit der passenden Einstellung, dem passenden Spaß und der richtigen Motivation da rangehen, wie kommst du zur passenden Motivation? Ja, die holt man sich eigentlich über die Trainingseinheiten. Es macht auch extrem viel Spaß, sich auf so Ziele vorzubereiten und da Tag für Tag wirklich reinzufuchsen in das Ganze, und da hole ich mir eigentlich die Motivation vom täglichen Training. Was fällt dir beim Training so am leichtesten? Eigentlich das Laufen. Also morgens kurz Laufhose an, jetzt gerade bei dem Wetter macht es extrem viel Spaß, hier in den Wald zu gehen. Okay, und wie schaut es so mit den Schwimmeinheiten aus, beziehungsweise auch mit dem Thema Radfahren? Schwimmen geht mittlerweile auch viel besser, da ist nicht mehr so dunkel morgens, da hat man auch Spaß, in den Pool zu springen. Und Radfahren kurz im Sommer bei gutem Wetter macht auch extrem viel Spaß. EM, wie geht es danach weiter? Danach fahren wir nach St. Moritz weiter ins Höhentrainingslager und bereiten uns da auf die zweite Saisonhälfte vor. Sportliche Ziele für die zweite Saisonhälfte? Ja, mein großes Ziel ist die U23-WM. Die ist in Edmonton dieses Jahr. Da will ich auf jeden Fall vorne nochmal mit angreifen. Und dann haben wir vielleicht das WTS-Rennen noch in Hamburg und hier Saarbrücken den Triathlon. Okay, dann toi toi toi. Tim, wir sehen uns wieder. Das war's hier bei Let's Talk von Ursafarm Engagement.